Hi, na, willkommen zurück zu Mystic Quest. Wir sind beim Mana-Tempel. Das ging ganz schön schnell. Wir sind hier hochgegangen. Wir haben Marcy hinter uns gelassen. Ja, Marcy, Schrägstrich Marshall. Je nachdem, welches Spiel man gerade spielt. Und ja, ich hab Bock. Ein riesiger Tempel, nur wie für uns gemacht. Attacke. Ich muss mal gucken. Ich war einmal hier und hatte keine Schlüssel mehr. Ist das wirklich schlimm? Also irgendwann hatte ich mal wirklich keine Schlüssel mehr, als ich hier war. Und jetzt frage ich mich gerade, kann man die hier irgendwie farmen? Diese Jungs hier sind übrigens richtig wild. Das sind die Super-Ninjas. Da muss man aufpassen. Diese Augen, droppen die Schlüssel? Ich weiß, die Skelette droppen welche. Aber die hier? Bestimmt. Ja, hier ist so ein Skelett. Der droppt Schlüssel. Da muss man dann gucken. Ja, richtig. Ich nehme alles zurück. Man kommt schon durch. Aber es ist halt mühselig, nicht wahr? Wenn man hier keine Schlüssel mehr hat, dann ist das mühselig. So. Ja, seid ihr bereit für den Mana-Tempel? Für die Mana-Zuflucht? Für alles, was so Mana ist? Mana-Festung? Heiliger Wald? Mana-Schwert? Excalibur? Hat das schon wieder Saft oder ist das eher nicht so? Rostig ist es noch. Ja, reicht. Ist in Ordnung. Okay, die Dinger teleportieren mich. Und zwar nirgendwo hin. Warte mal, kann ich hier eine Wand einreißen? Nee, nee. Nö. Und Achtung, die hier aber. Mit der Rückhand. Nichts passiert. Aber wir haben zumindest mal die Mechanik gelernt, dass das hier funktionieren könnte. Yo. Diese Musik. Ah, es hat so einen heiligen Touch hier, ne? Da kann man schon mal sagen. Ja, und ich hatte ja gesagt, wir brauchen unbedingt ein bisschen Mana. Haben wir jetzt. Und schadet ja nicht, ne? Schluss 3. Und mit dem Mana können wir uns hier auch hochheilen. Oh, ich weiß noch, wie ich als Kind hier zum ersten Mal war. Das war so... Oh, das war so ein Moment. Das könnt ihr euch gar nicht mehr vorstellen. Oh, ja. Level 50er Uwe. Ich glaube, als Kind hatte ich sogar noch 20 Level mehr. Da habe ich ja auch jeden einzelnen Blödsinn mitgenommen. Ich habe überall gekämpft. Ich habe, glaube ich, einige Dungeons 3, 4, 5 mal gemacht, weil ich zu blöd war, zum Ende zu kommen. Ja, und was haben wir hier? The Dragon! Oh, der Dragon hat nichts gegen. Ja, okay, bringt das überhaupt was? Ja, ich muss... Ich weiß nicht, wo ich ihn angreifen muss, aber ein bisschen was bringt's. Dann habe ich eine Alternative. Streit zum Beispiel. Streit ist immer eine gute Alternative. Streit... Ja, wunderbar. Ja, ich glaube, ich muss ihm irgendwie so die Zehennägel hier polieren, dann wird das was. ja. Was ist denn mit meinem Eisschwert? Das ist doch bestimmt auch nicht schlecht, oder? Ja. Das ist der einzige Drachen... Das einzige Drachen-Pokémon, das gegen Eis überhaupt nicht empfindlich ist. Was haben wir noch? Lanze... Hatte ich nicht noch eine bessere? Speer? Das hier? Speer oder Lanze? Was ist jetzt das Coole? Lanze? Lanze! Ja! Oh, echter Drachenjäger nur mit der Lanze. Guck mal hier, wie das geht. Einfach schön in die Nase stecken, das Ding. Und dann... Zack! Da kann die Musik laufen, wie sie will. Wir gewinnen. Bin. Drachen besiegt. Okay. Ich gehe nochmal zurück auf den Morgenstern. Damit kriegen wir so gut wie alles kaputt hier. Das finde ich nur fair. Und irgendwie, ich weiß nicht, man merkt schon... Ah! Diese malerische Stimmung, die kommt schon irgendwie rüber, ne? Finde ich. So ein wenig zumindest. Das ist der Ninja Boy. Ninja! So, was haben wir noch? Okay, noch 100 irgendwas Erfahrungspunkte und wir haben ein neues Level. Dann lohnt sich das ja auch nicht mehr, einen Mana-Trank oder sowas zu ziehen. Da ist der Level-Up. Haha. Okay, Reife. Brauchen wir. So, und jetzt fängt nämlich das Labyrinth an. Hier müssen wir immer mal wieder auf die Karte gucken, denn die aktualisiert sich korrekterweise richtig. Wir wissen zwar...
nicht, wo wir alle sind und was hier mit den Räumen ist, aber die Karte ist immer noch richtig. Wenigstens das. Wenigstens das. So, Schnecken verdreschen. Oh, Double Kill. Besser Kill, Double Kill. Triple Kill wäre vielleicht noch besser, aber naja. Das hast du auch nur sehr selten. So. Moin. Oh, der ist ein richtig fetter. Guck mal, wie er da einfach rausgesprungen ist. Wie so ein Dalmatiner hier. Yeah. Ja, auch spielerisch wird's anstrengend. Wenn die durch die Gegend springen und Sachen werfen können, ist es krass. Aber, kleiner Seitenhieb an Sword of Mana, ich kann sie zumindest angreifen. Das klappt zumindest. Kommt keiner und sagt, nee, nee, nee. Clownsbälle darf man nicht schlagen. Muss man mit Zaubern machen. Und alle so, Was macht man denn da eigentlich, wenn man nicht einen Punkt in Magie investiert hat? Weil man denkt, ja, Uwe ist sowieso ein starker Typ. Guck dir mal den Bizeps an. Das reicht ja dann, ne? Oh, hier nix. Hier auch nix. Gehen wir mal rechts lang. Oh, da müsste doch eigentlich... Wetten, das ist eine verschlossene Tür und dahinter ist so ein Teleporter, dass man gar nicht mehr weiß, wo man hin will. Also Teleporter war richtig, verschlossene Tür war nicht richtig. Das gibt einen Punkt von zwei. Oder bei mir im Studium wäre 0 Punkte von 5 sowas gewesen. Wieso? Da sehe ich gar nichts, was richtig ist. Ja. Ich schon, aber das interessiert dich ja niemand. Positivkorrektur, auch überbewertet. So, okay. Hier in dem Bums waren wir ja schon. Wir waren nur nicht links lang. Also, wenn du richtig Bock hast, hier kannst du auch eine Menge Schlüssel loswerden. Ich glaube hinterher... Da, guck mal. Einfach eine verschlossene Tür. Gruselig. Und jedes Mal, wenn ich den Schlüssel benutze, denke ich mir, nein, hoffentlich sei richtig. Um Gottes Willen. Bitte sei artig. Ja, siehst du, da haben wir eine andere Wand hinten. Klingt gut. Schmeckt gut. Jeder, der mal mit der Zunge an der Wand war, weiß genau, worauf er sich einlässt. Okay. Bann. Oh, nö! Nein! Wo, nee, ich hab Schlüssel noch. Scheiße. Erstmal wegschießen, den Typen. Oh. Das ist hier der Mana-Baum. Du kannst ruhig die Türen einreißen, wenn du Bock hast. Mach es. Und alle so, oh, muss Respekt vor Mutter Natur haben. Und hier, Uwe einfach... hängt da mit seinem Morgenstern rum. Und knallt alles weg. So, das bringt nichts. Bin ich hier schon gewesen? Nein. Gutes Zeichen. Okay, da haben wir einen Teleporter. Aber Mama sagt immer, nimm nicht den ersten Teleporter, den du findest. Oh, was war das denn? Waren das seine Bauchmuskeln oder was? Ich glaube ja, ne? Das wären wohl seine Bauchmuskeln gewesen sein. Verschlossen. Dafür haben wir doch den Schlüssel mit. Yay! Okay. Ja. Ich würde es ja eigentlich nicht machen, ne? Aber ich habe so einen Hass auf die Jungs gerade. So, was hilft denn hier gegen solche Fritzen hier? Was nehmen wir denn da denn? Was ist mit dem rostigen Schwert? Will das wenigstens? Ja. Das will. Ja? Okay. Die müssen ja Unmengen an Erfahrungspunkten geben. Ja. So, jetzt gucken wir mal rein. Ein Tropfen auf den heißen Stein. Du hast Glück, Junge. Du hast Glück gehabt. So, Stern. Sterni, Sterni, Sterni. Dann machen wir hier mal die Runde nach links.
Ja, guck mal, ein Auge. Das könnte ja ins Auge gehen, ne? Hehehe. So. Ja, Karte. Jetzt machen wir das andere. Die andere Seite, die andere Klammer. Die sind wir gerade. Ich bin fast da. Da waren wieder die Bauchmuskeln. Habt ihr das gehört? Ein bisschen Judo machen ist nie verkehrt. Okay. Das ist ein, in Anführungszeichen, ein Rätsel. Eigentlich mehr eine Geschicklichkeitsprobe. Der heiße Draht. Und zwar zweimal. Warum müssen eigentlich immer diese Stiere dran glauben bei sowas? Warum ist ein Schneemann schwerer als ein Stier? Fragen über Fragen. Vielleicht ist er das ja gar nicht. Vielleicht ist er ja leichter. Und darum geht's hier. Yay! Oh, wisst ihr was? Reife. Wenn wir die, wenn wir Reife hinterher auf 40 haben, bin ich vollkommen zufrieden. Okay. Bossgegner. Wahrscheinlich noch ein Drache. Dann wechsle ich mal auf die Lanze. Und dann oben Magie. Lebe! Ah, guck mal. Er ist einfach hängen geblieben. Das tut mir leid. Noch ein Drache! Oder ist das der gleiche von gerade eben? Ja, mit einer Lanze gegen den Drachen antreten, ist eine gute Wahl. Bin mir hundertprozentig sicher, dass ich noch eine Drachenrüstung hätte haben können. Habe ich aber jetzt nicht. Ist egal. Mann, hat so. Und der Endgegner wird so schlimm. Da muss ich mich tatsächlich richtig positionieren in dem Spiel. Obwohl, ich glaube, der ist machbar. Nee, nicht mehr. Nein. Wo sind die Nudeln? Hühnchen mit Reis. Na. Oh. Auch der Drache hat Baummuskeln. Wenn er hier so weit unten ist, ist das eine Verletzung meines Persönlichkeitsrechts. Roten Drachen besiegt. Habe ich jetzt nicht gesehen, dass er rot ist, aber ich glaube euch das. Wie eine Freundin von mir, die mal meinte, ich hatte als ich mal 16 war, hatte ich so eine hässliche Haarfarbe. Das war so algengrün-blau so mäßig, hatte ich da damals. Das sah so scheiße aus. Ich habe ein Bild, schicke ich dir. Schick sie mir das Bild, Bild ist schwarz-weiß. Und ich denke mir... What? Das... Also, ja, erstmal danke für deine Mühen. Du hast dir ja wirklich sehr viel Mühe gegeben, aber... Kommt gleich noch ein grüner Drache? Was wettet ihr? Welche Farbe hat der nächste? Grün oder blau? Ich bin für grün. Weil wenn du einen roten Drachen hast, musst du auch einen grünen haben. So, blaue Drachen sind, glaube ich, selten. Sind, glaube ich, wirklich selten, oder? Blaue Drachen? Blau und gelb ist jetzt nicht so eine typische Drachenfarbe. Ich hätte jetzt gesagt, ja, wenn gelb, dann irgendwie so ein Senfgelb. Senfdrache. Hey, hallo. Ist das hier richtig? Ich weiß es nicht. Wird einfach jetzt komplett falsch gelaufen sein. Aber ist auch in Ordnung. Ist in Ordnung. Ja, hi, na? Da war der Drache gerade. Stimmt. Jetzt, wo es sagt... Dann ist hier links erstmal gar nichts zu holen. Dann gehen wir mal rechts lang. Yes. Wenn da so Säulen davor stehen, sieht das immer so wichtig aus. Samurai gefunden. Ah, jawohl. Samurai. 116 Verteidigung. Samurai, Freunde. Samurai. Hier. Da kann die Drachenrüstung einfach mal schön gepflegt sich ein Loch ins Knie bohren. Das... Was ist denn gerade? Ich habe gerade versucht, so Magie zu benutzen. Er wollte mich nicht lassen. Er hat mich nicht gelassen. Aber jetzt habe ich gedacht, ich hätte nichts ausgewählt. Aber hatte ich doch. Schmu. Oh ja. Ich glaube, das sind die Fußsohlen. Er hat einfach solche Ninja-Schuhe an. Und die sind hart. Tschüss. Na. Hat er mich aus dem Teleporter rausgeboxt. Das muss man sich auch erstmal trauen. Ist schon ein harter Typ, nicht wahr? Na gut.
Aber langsam sind wir... Wie hoch sind wir denn mittlerweile? Verschlossen. Okay. Ich suche gerade einen normalen Schlüssel. Hier. Hi. Ah, ja, den Raum kennen wir. So. Ich hab... Achso. Er hat sich da teleportiert. Weil er ein Frechdachs ist. Na gut. Merke ich mir. Kommt in seine Evaluation hinterher. Frechdachs. Steht einfach genauso drin. War prinzipiell immer bemüht, aber ein Frechdachs. Au ja. Das wäre ein Raum für mich jetzt. Also eine Schaltfläche wird es wohl sein. Mal gucken, welche. Einen von den Bushis hier muss ich erstmal weghauen. So. Ich fange oben... Ich fange hier an. Ja! Das war der erste! Leute! Okay. Das war so wie damals bei Schlag den Freaky. Also als es noch Schlag den Freaky hieß. Und ich einfach mal in der zweiten Runde Mastermind gewonnen habe. Einfach nur mit Raten. Einfach seine Kombination dahingeschrieben. Das war... Also... Das war so ein bisschen wie bei... Kennt ihr diese Szene aus Indiana Jones? Mit dieser eine Typ mit dem Schwert und so... Zick, 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 zick. Und ich einfach so... Bang! Hab ihn umgeknallt. Ende. So, was haben wir hier drin? Super Maggi. Okay, ich tausche einmal Super Maggi gegen nochmal Super Maggi. Schmeckt. Oh yes. Oh yes. Ist da nochmal eine Rüstung drin? Warte mal, das will ich jetzt wissen. Was ist denn da drin? Das ist Maggi. Da ist Maggi, nehme ich mir mit. Das ist Maggi. Elixier gefunden. Ja, das wird wahrscheinlich besser sein als das, was ich hier gerade gesoffen habe. Deswegen ist der Austausch ganz berechtigt. Noch ein Drache. Gerne. Glaube ich, ein Drache, oder? So, Wetten werden angenommen. Welche Farbe haben wir? Lebe. Bad. Und es ist ein... Nee. Es ist kein Drache. Beziehungsweise doch. Vielleicht sind... Okay. Gegen den haben wir ja am Fluss schon mal gekämpft. Da war der allerdings ein bisschen handsamer, muss ich sagen. Ich werde die Situation nutzen und einfach nur mit aufgeladenen Angriffen gegen ihn vorgehen. Dann geht das schon. So. So, seine Laser hier sind schon hart. Ja. Obwohl, so geht's auch. Yes. Einfach drin stehen bleiben, durchhalten und immer A drücken. Das ist ein Spiel für mich. Ich weiß nicht, ich mag es einfach immer sehr simpel. So wenig bis gar nichts tun und trotzdem voll belohnt werden. Das ist gerade das, was ich brauche hier. Hey, schieb mich doch nicht zur Seite, mein Freund. Aber es liegt einfach auch daran, weil wir diesen, diese fette Samurai-Rüstung da gekriegt haben, die uns nochmal 16 Punkte an Verteidigung dazu noch gegeben hat. Puh. Das ist viel. Okay, wir sind jetzt hier im Stairway to Heaven. Ja. Das heißt, wir haben den Dungeon schon hinter uns gelassen, oder? Okay, das sind die Super-Elefanten. Die sind ein bisschen krass. Soll ich hier die Lanze einfach mal behalten? Ja, mache ich mal. Wie viel Erfahrung gibt denn so ein fetter Elefant hier? Ich muss es wissen, weil das noch wichtig wird für mich. So, okay. Dann haben wir mal knapp 280. Und der droppt ein Item. Das muss doch ganz gut sein dann, oder? Guck mal. Nehmen wir nochmal diesen Maggi rein hier. Du kannst dich noch mehr tragen? Alter Verwalter, dann ist das ja... Dann ist das hier sowas. Schmeißen wir mal Eis in den Müll. Tut mir auch leid, aber wir können sowieso kein Geld mehr gebrauchen. All Heilmittel gefunden. Wieso hat er mir denn gerade gesagt... Ich verstehe es nicht. Na gut. Na gut. Ich akzeptiere das. Ich finde das jetzt nicht toll, aber Akzeptanz ist auf jeden Fall da. Ich sehe, du bist ein würdiger Gemma-Ritter gewesen. Ich überreiche dir so Excalibur. Vernichte Julius. Du erhältst Excalibur.
ist einfach so ein bisschen auch wie meine RPG-Maker-Spiele damals. Hallo, du bist der Held. Hier, die Waffe. Und ich so, ja. Das ist die Geschichte, die wir brauchen. Keep it simple, Leute. Keep it simple. Nichts überfrachten, einfach nur basic und dann reicht's. So. Okay. Das sieht wichtig aus. Wir speichern. Heilung ist da und los. Ute! Hey, du bist spät, Uwe. Ich habe bereits die gewaltige Macht des Mana. Die Zeit ist reif für das Kaiserreich Neuwandol. Jetzt, wo ich die gewaltige Macht habe, brauche ich dich nicht mehr, Uwe. Du hast mich ehrlich gesagt, glaube ich, noch nie gebraucht, oder? Guck mal hier. Also, Julius, schon ein harten Typ. Ich bin so froh, dass ich diese Rüstung gekriegt habe. Weil sonst würde mich wahrscheinlich jeder Angriff hier mit einem Schlag wegschießen. Ja. So, die Julius-Illusionen haben wir gleich. Yes, Ehren-Julius. Julius besiegt. Glaub's doch wohl selber nicht. Nun erfahre die wahre Macht des Mana. Also, ist das jetzt die Macht des Mana? Kriege ich die? Okay. Dann ballern wir mal in Kraft rein. 72, das ist meine Glückszahl. Los. Was ist das für ein hässliches Ding? Hier ist die Kraft des Mana. Durchheilen und draufhauen. Das ist die Kraft des Medi. Immer A drücken. Er hat sich hier mit Uwe eingelegt. Das ist sein Problem jetzt. Scheiß Uwe. Nein, Uwe. Uwe. Ist alles in Ordnung, Ute? Ich habe Julius bezwungen. Ich habe Julius bezwungen. Es ist alles vorbei. Nein, das ist es nicht. Uwe, mach dich auf einiges gefasst. Jetzt aber. Du kämpfst immer noch gegen Uwe, ist klar, ne? Uwe, Ude, mach mal Heilung jetzt hier, komm. Lass mich deine Wunden heilen. Yes! Her damit! Komm, Runde 2 hier, Alter. Ude, nicht aufhören mit heilen. Auch wenn ich voll bin. Direkt weiter. Nochmal einchecken. Ude, was sag ich? Du hörst wieder auf, ich sehe das so. Ude, nicht aufhören. Immer weitermachen. So. Ja, so haben wir es am liebsten hier. Warte. Lass mich deine Wunden heilen. Yes. Okay, wo sind wir denn? Wo ist er denn? Da. Hat sich das alles anders vorgestellt. Oh nein, ich glaube, ich mache hier meine Teufelsmaske und dann mache ich das alles so gefährlich und so. Dann sagt Uwe auch, oh nee, ich will nicht mehr. Aber dann kommt Uwe einfach und macht einfach weiter. Hier auch noch mit dem Laser. Habt ihr das gehört? BOOM! Uwe. Uwe. Uwe ist einfach der Typ. Der Mana-Baum verschwindet. Oh. Was soll ich nur tun? Ute, Liebes. Mutter? Da der Mana-Baum verloren ist, brauchen wir einen neuen Ableger des Mana-Baumes. Neuer Baum? Hier, erinnere dich, was ich sagte. Wir sind die Samen des Mana-Baums. Wir werden eine Knospe, die man Gemma nennt, und dann ein Baum, beschützt von den Gemma-Rittern.
Ich wurde zum Gemma, als der Baum verloren ging. Dieser Baum, warst du das? Ja, Ute. Aber nun bist du die Letzte der Mana-Familie. Um den Mana-Baum zu bewahren, musst du hierbleiben und zum Gemma werden. Aber Ute, niemand kann über dein Leben entscheiden, außer du selbst. Mutter, ich werde der neue Mana-Baum sein. Nur wenn ich die Letzte bin und falls ich falle. Ja, das wird das Ende des Friedens sein. Leb wohl, Uwe. Bitte geh jetzt. Mach dir keine Sorgen. Ich bin hier sicher. Solange du mich vor Bösem schützt. Ja, natürlich. Uwe, bitte schütze meine Tochter. Du bist der einzige Gemma-Ritter für diesen Baum. Ich werde bald verblühen. Bitte sag meinen Gemma-Rittern, dass ich lebewohlge. Sagt habe und ihnen danke. Leb wohl. Ute. Uwe. Leb wohl. Ute, lebe wohl. Lebe wohl. Ute. Gemma, Wächter des friedlichen Landes. Der neue Gemma darf niemals mehr verloren gehen. Wir müssen ihn für immer bewahren. Und du, Uwe, bist nun der einzige Gemma-Ritter. Übersetzung Wolfgang Ebert, Susanne Pohlmann. Dr. Bow Wow, ey, der ist der Beste. Hauptprogramm Satoru Yoshida. So, das sind die richtigen Boys und Mädels, die das hier alle gemacht haben. Ja, krass. Vor allen Dingen, ich hatte eigentlich gedacht, dass das Projekt super lange dauert. Als Kind habe ich da so viele Stunden reingebuttert, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen in dieses Spiel. Das hat sich angefühlt wie, weiß nicht, wie ein halbes Jahr, was ich gebraucht habe, um das hier zu machen. Aber gut, es ist ein Gameboy-Spiel, ne? Dementsprechend kann das Spiel ja nicht so lange dauern. Naja, aber wir haben ja gesehen, es hat seine guten und seine schlechten Seiten. Ich fand's gut. Es hat auf jeden Fall spielerisch Spaß gemacht. Und das ist genau das, worum es mir geht. Es ist nicht überambitioniert gewesen. Ja, gerade weil nach modernen Verhältnissen das gar nicht überambitioniert gewesen sein kann. Klar, natürlich. Allerdings haben wir ja den direkten Vergleich gerade. Und das Finale von Sword of Mana folgt natürlich direkt jetzt im Anschluss. Beziehungsweise ist vermutlich schon online. Ihr könnt es euch angucken. Ja, was mich gewundert hat, ist, dass Sword of Mana wesentlich mehr Aufrufe hat als Mystic Quest. Dabei, ich weiß nicht. Ich glaube, man stellt hier sehr viele Dinge in Abrede und das sollte man eigentlich nicht.
Ich fand das Spiel gut. Gibt es heutzutage auf der Mana Collection. Ich hab's noch auf dem Gameboy. Ist mittlerweile ein richtiger Schatz von mir. Finde ich gut. Ja, und ein vergleichendes Fazit würde ich dann natürlich machen, wenn Sword of Mana durchgespielt ist. Aber die Folge wird, glaube ich, noch relativ lange dauern. Oh, Robododo hat einen richtigen Dodo gefunden. Chocobo. 1 und 2. Den mochte ich. Ich weiß nicht, der Chocobo war immer mein Freund. Den fand ich gut. Square. Ja, natürlich. Das ist euer Logo. Damals, als Square noch nur Square war. Ja, und hier haben wir den Gemma. Das ist Ute. Ja, ich fand, was ich auch richtig gemerkt habe, du hast ja sehr wenig Text in diesem Spiel. Und da war alles aufs Wesentliche reduziert. Wirklich. Da war kaum was zu lesen. Und ich fand das eigentlich ganz cool. Da ist jetzt nicht so ein hochtrabendes Gespräch draus geworden. Jedes Mal, wenn man Informationen vermittelt hat. Nein, nein, nein. Nicht so wie bei Sword of Mana, wo es dann eben drin war. Klar. Aber hier hatte man einfach nur Uwe, wirklich. Man hatte so zwei, drei Nebencharaktere, aber die waren auch nicht wirklich involviert in dem Ganzen. Die saßen die ganze Zeit im Bett oder haben gesagt, nee, ja, mach mal hier nicht. Und geh mal hinten in die Wüste. Und dann gab es Dr. Bauau, der so einen Robotervogel gebaut hat. Aber ansonsten hat man wirklich viel selber gemacht. Ich fand das cool, ja, klar. Hatte dann aber auch nicht so viel Tiefe wie jetzt zum Beispiel Sword of Mana. Aber okay, noch nichts dazu. Darüber reden wir alles, wenn das andere Spiel durch ist. Und das ist wahrscheinlich jetzt sogar schon der Fall. Ha, ich fand's cool, das zusammen gleichzeitig zu spielen. War eine Erfahrung wert. Hoffentlich für euch auch. Gut, okay. Dann schaltet mal schnell rüber. Und dort geht's dann direkt weiter. Hierher. Wo ist mein Sound? Richtig gutes Zeug. Ja, ist er doch.